Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Weiter geht's. Ich habe mir jetzt mal eine Karte angesehen, ganz kurz. Also nicht viel gespoilert, ich habe die nur kurz aufgemacht und habe gesehen, dass hier noch ein paar Dinge verzeichnet sind. Und zwar einmal das Grab hier im Norden und hier im Süden ist wohl irgendwo noch eins. Und wenn ich die beiden habe, die Schlüsselfragmente, kann ich hier wieder ans Grab von Pharrell, da wo ich eben schon war und den Drachen getötet habe, und das dann öffnen, das geheime Grab. Und draußen ist schon wieder Hochzeit. Ich kriege einen Rappel, ne? Die hupen wieder wie blöde. Ja, hupen können sie. Das können sie alle. So. Dann gehen wir mal gucken. Ja, ja, hupen mal schön draußen. Macht er gut. Ach, Kinder. Der Koloss von Orlais. Mhm. Okay, okay. Oh, das war zu weit. Entschuldigung. Mhm. Die olle Trulla, die Base, ne? Die haben wir ja schon erledigt. Mann, Mann, Mann. Oha. Sieht ja sehr interessant aus hier. Machen wir uns mal ein bisschen Schleierfeuer. Husch. Das ist immer einfach so brennt hier, ne? Als würde da immer wieder jemand das Zeug nachfeuern. Mhm. Plattenrüstung. Spinnchen, du musst mich schon angreifen, sonst wird das hier nichts. Bam. Weggefetzt. Gut. Wo ist denn jetzt meine Fackel hin? Die liegt da. Nimm die mal mit. So, ich meine, jetzt haben wir die ganzen Feuerstellen an. Das gehört noch nicht zum Rätsel, von daher können wir da ruhig ein bisschen fackeln. Spielzeugsoldat. Hier gibt es nur zwergisches Zeug irgendwie. So, das nehmen wir mit. Egal wie es läuft, Leute, das wird der letzte Part sein in der fauchenden Ödnis, denn ich werde das zusammenschneiden, wenn es länger dauert. Also ich möchte unbedingt das Rätsel noch lösen, aber, ne? Sein eigener Clan und seine beiden Söhne folgten Pharrell zur mitleidlosen Oberfläche. Ne, das war es wohl nicht, das erste. Pharrell Paragon floh von dem Streit, den sein Genie erzeugt hatte. War es das vielleicht? Das war, könnte der erste sein. Die Oberfläche sieht sich zu verstecken vor dem Kriege, der ihre Heimat erfasste. Der Twist, der Teigs zerstörte, Häuser niederbrannte von Waffen, die Clans gegen Clan führte. Warte mal. Mhm. Floh von dem Streit, den sein Genie erzeugt hatte. Das wird das erste sein. Nein. Ich würde sagen, das hier, oder? Oh nein. Das war falsch. Alles cool, Leute. Wir machen das. Dämonen in den Wänden mal wieder. Hol dich der Brrr! Okay. Das war nicht so gut. Also nochmal. Pharrell Paragon floh von dem Streit, den sein Genie erzeugt hatte. Ja. Wahrscheinlich das mit seinen Söhnen, oder? Der Twist, der Teig zerstörte, niederbrannte und Clan gegen Clan führte. Das vielleicht? Okay, das scheint schon besser zu sein. Sein eigener Clan folgt ihm zur Oberfläche und die mitleidlose Oberfläche. Bla. Okay. Wir haben's. Super. Ein Mosaikteil. Damit hätte ich schon 9. Wow. So viel hatte ich echt noch nie, Leute. Und ein Schlüsselfragment. Jawohl. Schlangenzorn. Und ausgezeichneter Ring der Trennung.
Cool. Damit hätten wir 4 von 5 und ich würde sagen, wir springen direkt runter zum nächsten Punkt, an dem es wahrscheinlich noch was gibt. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass dort jetzt ein Schlüsselfragment ist oder auch nicht. Deswegen laufen wir mal flink dorthin. Nehmen uns dieses Phalluskraut mit. Sieht irgendwie so aus, ne? Gut. Und da unten könnte noch was sein. Dann gehe ich nochmal zum Grab von Pharrell. Hätte ich das lieber später gemacht, dann hätte ich jetzt in diesem Part erstmal die Schlüsselteile gesammelt und dann später den Drachen erledigt. Weil jetzt war ich ja schon mal dort, ne? Ist doppelt hingerenne. Sicher, dass hier was ist? Ach, da vorne. Guck mal. Schnuckchen. Ja, lass mal die Fackel mal liegen, oder? Ah, seht mal, da geht's zwischen die Felsen, oder? Das täuscht wahrscheinlich, ne? Ja, da geht's nicht. Doch, da geht's durch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist es da? Ist da noch ein Grab? Ja, sieht nach was Wichtigem aus, auf jeden Fall. Oha. Quest abgeschlossen, die Begräbnisstätte entdeckt. Achso, ne, das war die Regionen entdeckt. Naja. Den Grabschatz auf dem Friedhof finden. Ist das hier? Oh wow, das ist so cool. Also ich mag dieses Gebiet. Vor allem, weil es halt bei Nacht stattfindet, die Erkundung. Oh. Ich sag bloß, hier sind noch Briefe. Nee, Alkohol. 26 von 29, ich hab's bald. Aqua Magus. Ach so, das ist schon das Rätsel hier oben. Ernsthaft? Das ist schon hier oben. Oh Gott. Ah nee, das war falsch. Ist das Grab an der Oberfläche oder wie? Das ist mit Cassandra, die ist irgendwie erstarrt. Überhaupt mal auf den Boden hauen, Cassie. Einfach mal auf den Boden hauen. Ach, das schmeißt mit Dolchen. Da gibt's Jambalaya. Erstmal claimen. Zack. Der leere Platz. Sehenswürdigkeiten. Keine Angst haben, Sarah. Ich werde euch nicht wehtun. Ich werde euch nicht erdolchen, wenn ihr mir den Rücken zukehrt. Ich werde das nicht mit euren Stiefeln machen. Und auch die andere Sache mit euren Pfeilen nicht. Ich weiß zwar nicht, was diese letzte Sache ist, aber ich werde auch das nicht tun. Nicht hinsehen. Einfach nicht hinsehen. Okay. Sarah scheint ziemlich viele Komplexe zu haben. So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Was haben wir hier? Naja, das werde ich noch nicht anzünden. Und wo ein Bruder fiel, hob sich der Nächste. Die blutige Axt in der Hand allein. Warte, sind wieder immer 4 Stück. Mäh. Aber beide herrschten unterschiedlich. Sie stritten und duellierten sich in der Hitze ihres Zorns. Also der da ist falsch auf jeden Fall. Da muss das hier der Erste sein, nehme ich ganz stark an. Ganz stark. Pharrells Söhne bauten ihrem Vater Denkmäler, schlossen seine großen Werke fort. Mal das mal, das scheint richtig zu sein. Für was nimmst du eigentlich das Schleierfeuer mit, wenn du es magisch entzünden kannst? Frage ich mich. Und arbeiteten eine gewisse Zeit lang zusammen, Seite an Seite. Jeder beherrschte einen halben Teig. Ja, das scheint auch richtig zu sein. Ich glaube, da hinten hört es dann auf. Oh, warte mal, hier sind ganz viele Erze. Ach komm, die brauche ich nicht mehr. Die brauchen wir nicht. Ariel! Dann müsste das hier, oder? Aber beide herrschten unterschiedlich. Sie stritten und duellierten sich in der Hitze ihres Zorns.
Ja, das ist richtig. Und zu guter Letzt. Und wo ein Bruder fiel, erhob sich der Nächste, die blutige Axt in der Hand. Allein. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Das letzte Schlüsselfragment. Komisches Grab, das ist außerhalb irgendwie. Oh, Bannerzwerge Krone, meisterhafte Doppelbogenklinge und ein ausgezeichneter Ring von kritischem Schaden. Wow. All die Metallstücke, die wir in den Gräbern gefunden haben. Sie ergeben einen Schlüssel. Sehr gut. Oh, ich habe schon 10 von 12 Mosaikteile, das ist super. So, dann gehen wir hier hin. Ich glaube, das ist das nächste Lager. Von dort aus müssen wir halt ein Stück runterreiten. Und ich werde Cole noch den Ring ausrüsten, weil ich glaube, der kann das gebrauchen. Was hast du für Ringe? Rüstungsdurchtrennung und Flankenangriff. Kann ich den ablegen? Gut. In der Trennung. Wo haben wir ihn denn? Hä? Ach, kritischer Schaden. Okay. Yeah. 20% mehr kritischer Schaden. Wenn er jetzt schon solche Crits hier landet, dann muss das ja richtig geil sein, du, was der da abzieht. Sollen wir mal hier den Wegpunkt. Inquisitor. Ja, 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 bin ich. Bin der Inquisitor, ne? Warte. So, alle auffüllen. Wo ist Cole? Cole, alle auffüllen. Oh, warte. Blackwall braucht das nicht. Sarah. Achso, ich kann... Hä? Okay, hatte ich da keine Zutaten mehr für die Wespentränke? Komm schon, Nook! Ja, wir reiten! Oh, da sind wieder die roten Ärsche. Roten Arschbacken. So. Na, dann schaffen wir es ja doch noch, diesen Part. Ich will unbedingt wissen, was sich in dem Grab befindet. Am Ende lohnt sich das gar nicht. Aber es ist mir egal, ich habe es dann gelöst, das Rätsel. Naja, nicht ganz in Eigenregie, sage ich mal. Ich habe halt echt mal ganz kurz die Karte konsultiert. Ist ja nicht schlimm. Ist ja kein Beinbruch. Ist ja nicht so, als hätte ich die ganze Questline gelesen und dann nachgespielt. Sowas finde ich nämlich auch doof. Der Arsch, die prallen Arschbacken, guckt es euch halt an. Das Vieh besteht nur aus Muskeln. Das Muskelnook. Der Arnold unter den Nooks. Okay, komme ich da irgendwo runter, ohne mir den Hals zu brechen? Oder werde ich da jetzt sterben, wenn ich da irgendwo runter springe? Nope. Ah, so geht's doch auch. Komm, mein Nook. Reite mit einem Schweif. Als Geschwindigkeits... Als visuelle Bestätigung deiner rasenden Geschwindigkeit. Bleff. Bleff. Wie es halt macht, das ist so cool. Ich will nur durch den Punkt, dass ich den aktiviere. Hui, dann ist er nämlich weg. Muss ich gar nicht mehr auf die Karte gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wollt ihr nicht, ne? Oh, ne, da vorne im Tunnel ist auch noch einer. Trup, trup. Wow. Schnell weg. Och, Mann. Zack. Du blöde Wivern. Du hast es so gewollt, ganz ehrlich. Warum greift ihr mich auch an? Ihr wisst doch, dass ich mächtiger bin als ihr. Bin mächtiger. Okay, Leute, das wird jetzt spannend. Das Grab von Pharrell. Und dann machen wir endlich die Hauptquest, weil dann habe ich alles abgehakt. Ich habe wirklich alles gemacht. Von da an wird es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannend. Aber wird sich auch sehr schnell dem Ende neigen, habe ich ja schon gehört. Also, Hauptquest hin oder her. Die ist nicht so umfangreich. Insgesamt, meine ich. Also... Wenn man nur die Hauptquest abarbeitet, schätze ich mal 15 bis 20 Stunden. Das hört sich jetzt viel an, aber es ist ja auch ein Rollenspiel, ich meine, ne? So ein Rollenspiel hat man ja nicht mal eben in einem halben Tag durchgespielt. Wobei ich jetzt auch schon von euch gelesen habe, dass manche das doch wohl jetzt schon zum 3., 4. oder 5. Mal durchspielen. Ihr Freaks. Nee, ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, man kann ja die Dialoge skippen und probiert dann einfach ein paar Skillungen aus. Finde ich übrigens schade, dass man... Ja gut, man kann zwar die Skillung ändern, aber nicht mehr die Klasse, was aber auch Sinn macht eigentlich, da man sich zum Beispiel ja auch
öfter mal als Magier angesprochen sieht oder wahrscheinlich auch als Schurke und Krieger, nehme ich jetzt einfach mal stark an, dass das irgendwann mal wieder eingebaut wird. Vulkangold habe ich ja noch gar nicht gehabt. Aber es scheint nicht so gut zu sein, wenn es gleich 6 davon gibt. So. Kinder, ich bin gespannt. Diese Vasen hier, die liegen überall rum. Da sind immer nur Zwergenstatuetten oder Zwergenspielzeug oder sowas drin. Oha, oha, oha. Habe ich das jetzt mit dem Schlüssel schon geöffnet oder kann da jeder rein hier? Das Grab von Ferrell. Ah, da ist noch ein Mosaikteil. Dann habe ich ja schon 11. Wow. Ich habe so gewusst, dass ich nicht alle finde, ne? Dass es an einem einzigen scheitert. Komm, gib mir was Gutes. Ah, Bianca. Zielvorrichtung 3. Versprechen des Sturms. Oh, Cole. Und ein ausgezeichneter Ring der Barriere-Durchdringung. So eine Rune habe ich noch nie gesehen. Waren die Venatori hinter ihr her? Weiß man nicht. Oh, ich habe halt Einfluss wieder voll. Ich glaube, ich kaufe mir nochmal Einfluss. Ach, du Elend, Leute. Jetzt habe ich halt voll die krassen Waffen für Cole. Ach, du Scheiße, du. Jetzt geht er richtig ab, der Kerle. Na gut, die haben Rüstungsdurchdringung und Trennung bei Treffer. Naja. Oh, 10%ige Chance, 5 Sekunden lang wandelnde Bombe zu aktivieren, deren Explosion 50% des Waffenschadens verursacht. Was zur Hölle? Nee, wollte ich schon ausrüsten. Ach, das wird der... Nee, das wird der nicht sein. Ach du Scheiße, Leute. Hätte ich doch nur Schurke gemacht, ich sag's euch. Ist das gut oder ist das gut? Alles klar. Ich würde sagen, wir sind hier echt jetzt mal fertig. Wir gehen zurück zur Himmelsfeste. Nee, nicht Empries... Doch. Nein. Himmelsfeste ist hier. Wow. Habe ich noch irgendwas bekommen? Macht oder so. Von der habe ich auch nicht genug, ne? Nee, krass, Leute. Wir haben's fertig. Alles fertig. Jetzt können wir mit gutem Gewissen die Hauptquest weitermachen und das Spiel durchziehen. Nicht, dass ich da... Ja, doch, eigentlich schon. Ich will es fertig kriegen, wirklich. Weil ich will ja auch bald mal 2 Folgen Witcher pro Tag bringen. Also die Leute, die es gerne schauen hier, freut mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich bin auch dankbar für. Es könnte ja eben so gut gar nicht mehr geschaut werden. Obwohl es halt im Gegensatz zum Anfang sehr schlecht geschaut wird. Sag mal, wie weit geht denn das? Nee, ich habe die Seiten nicht alle gefunden von dem Tagebuch, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist mir egal. Das könnt ihr online nachlesen, wenn es euch so interessiert. Nee, ich kann es auch verstehen. Es ist halt wirklich ein Spiel, was man für sich spielt. Also, es ist nicht Let's Play geeignet, will ich fast sagen. Weil die Story ist recht lose, wenn man sie nicht verfolgt. Und das war in Origins auch der Fall, aber die Nebenquests waren doch ein bisschen besser, finde ich ehrlich gesagt. Man ist mehr ins Spiel reingezogen worden, auch was jetzt die Dalish angeht zum Beispiel. Hier sind die einfach so, ja, redet mal mit den Dalish, schließt euch der Inquisition an oder nicht und dann tschüss, ne? Fand ich ein bisschen, naja, war nicht ganz so umfangreich wie Origins noch. Aber die Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet, das finde ich fantastisch. Also die sind richtig klasse, immer noch. Ungeschlagen. Ich kenne kein Spiel, was so gut Charaktere ausarbeitet wie BioWare. Na gut, Black Isle Studios, aber das ist schon ewig her. Das war Baldur's Gate und Planescape Torment, was ich übrigens auch sehr gerne spielen würde, Planescape Torment. Aber ich habe so die Befürchtung, da würden dann noch mehr Leute abspringen, weil das ist halt wirklich was für Feinschmecker, ne? Das ist nicht leichte Kost, das kann man sich nicht einfach so reinziehen, das Spiel. Ja, was machst du denn, Helen? Ich frage mich, wie viele hier wohl schon ausgebildet wurden. Tja, das wäre gut zu wissen. Nö. Ist halt ganz was Spezielles, ne? Warte, ich gehe erstmal kurz was verkaufen. Muss ich nicht immer in die Werkstatt, weil das ist ein Ladescreen, da habe ich keinen Bock drauf. Die dauern ja bekanntlicherweise ein bisschen länger, die Dinger. Hallo. Hallo? Alles verkaufen? Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen ansehen für die Inquisition. Dann habe ich, glaube ich, auch den nächsten Level wieder freigeschaltet. Oh Gott, das kostet alles so viel, ne? Reicht das schon? Ich brauche noch 200... Ne, 195 brauche ich noch. 195. Ich weiß halt noch nicht, was das hier bringt. Oh, das war's. 300. Okay, 17.000. Ich glaube, da komme ich dieses Spiel nicht mehr drauf. Da kommen wir... Hallo? Kannst du mal die Ebene wechseln?
Manchmal macht er nicht. Gut, gut, gut. Inquisitionsboni plus 1. Das ist übrigens, glaube ich, auch der letzte, den ich jetzt bekommen habe. Also mehr gibt es wohl nicht mehr in diesem Spiel. Etwas schade, ne? Ich denke nicht, dass ich da noch auf mehr Punkte kommen werde. Ist klar. Rufen wir mal den Kriegsrat ein und schauen uns an, was wir für Aufträge abgeschlossen haben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar. Ich meine, das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Es läuft ja noch eine Weile. Aber wäre halt ganz nett, wenn ich die jetzt bald mal fertig habe, die Kartentischaufträge. Oh, ich habe zwei Boni. Zwei Bonus, weißt du. Fokus ist Quatsch. Pläne sind Quatsch. Geheimnisse. Wahrscheinlich brauche ich gar nichts mehr. Stecklinge hätte ich viel früher nehmen müssen. Der Kräuterkundler ist auch mau. Makelloser Ruf. Na gut, das hätte ich schon auch viel früher. Auch das. Auch das. Seltene Bestände. Und... Achso, das heißt... Das hätte ich auch viel früher machen müssen. Ja, komm. Nehmen wir das mal. Ist jetzt auch egal, ne? Ist ja auch egal. Mhm. Gut. Haben wir das? Und was haben wir hier noch? Ach, da habe ich jetzt nur die ganzen Requirierung, Ressourcenquests. Viridium, Flechtreber, Olesianischer Thron und ich habe majestätisch bekommen. Ein Achievement. Ach ja, das sieht man wahrscheinlich nicht im Video. Die Ressourcen der Ebene. Kunari-Bank-Accessoire und Todeswurzel. Ja, ist ein bisschen wenig. Ich meine, ich sammle die selber in 2-3 Minuten. Hier gibt es dann immer nur 3 oder so. Ja, haben wir auch. Haben wir auch. Die kann ich mir jetzt öfter holen wahrscheinlich. Ne, ihr seht mal, ich habe alle Kartenaufträge fertig. Alles fertig. Außer das hier noch nicht. Ressourcen des Kammwalds. Da kommt immer Josie. Haben wir hier. Ressourcen der Hinterlande. Ressourcen des Fallbruchs. Geld sammeln. Machen wir das nochmal mit Cullen? Oder? Ne, mit Liliana. Dann wollen wir doch mal sehen. Und Kräuter sammeln können wir auch noch. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Machen wir uns an die Arbeit. So, dann gehen wir nach Olle und machen weiter mit die Folgen des Hochmuts. 40 Macht braucht das. Die Inquisition ist bis jetzt, ist jetzt eine ernstzunehmende Macht. Rufe ihre Verbündeten dazu auf, ihre Soldaten zusammenzuziehen und gemeinsam mit der Armee von Inquisitor Trevelyan in die Arbor-Wildnis zu marschieren, wo sie ein letztes Mal auf Corypheus Fanatiker treffen werden. Die Inquisition muss Corypheus aufhalten, bevor der Magister der dunklen Brut in der Wildnis ein seit langem verschollenes Elfenartefakt findet, das es ihm gestatten würde, das Nichts körperlich zu betreten und sich dessen Macht anzueignen. Die Arbor-Wildnis, das wird übrigens das Tutorial-Gebiet aus Dragon Age Inquisition, da hat unsere Initiation stattgefunden und da haben wir auch Morrigans Mutter, die liebe Flemeth, getroffen. Ja. Mit einem Illuvian könnte Corypheus das Nichts körperlich betreten? So ist es. Der Inquisitor kann bestätigen, dass diese Artefakte noch immer funktionieren, wenn man sie zu benutzen weiß. Was passiert, wenn Corypheus das Nichts betritt? Nun, dann erfüllt sich Corypheus einen Herzenswunsch und erlangt die Macht eines Gottes. Oder, und das ist wahrscheinlicher, dieser Wahnsinnige entfesselt Mächte, die die Welt in Stücke reißen. Das lasse ich nicht zu. Das kann ich nicht. In der Tat. Falls Corypheus Erfolg hat, werdet ihr nämlich gewiss der Erste, der seinen heiligen Zorn zu spüren bekommt. Verzeiht mir die Frage, aber heißt das, alles ist verloren, wenn wir den Illuvien nicht vor Corypheus finden? Corypheus hat einen Vorsprung, egal wie schnell unsere Armee marschiert. Wir sollten unsere Verbündeten mobilisieren, bevor wir aufbrechen. Können wir auf sie warten? Wir sollten vorab unsere Spione in die Arbor-Wildnis entsenden. Ohne Rückendeckung durch Soldaten? Ihr würdet die Hälfte von ihnen verlieren. Was sollen wir dann tun? Ihr befolgt die Befehle eures Inquisitors. Alle drei. Josephine, unsere Verbündeten sollen Späher entsenden, um in der Wildnis zu uns zu stoßen. Leliana, eure schnellsten Spione, werden sie begleiten. Gemeinsam haben wir genug Spione, um Corypheus Armee bis zur Ankunft von Cullens Soldaten aufzuhalten. Ha! Ich bewundere eure Zuversicht. Nur ist die Arbor-Wildnis kein sonderlich gastfreundlicher Ort. Diese Wälder sind voller alter Elfenmagie. Es wäre nachlässig von uns, auf euer Wissen zu verzichten, Lady Morrigan. Bitte lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Deshalb bin ich hier.
Allerdings freue ich mich, dass ihr den Wert meines Wissens zu würdigen wisst. Habt ihr noch weitere Anweisungen, Inquisitor? Zunächst bestand die Inquisition nur aus einer Handvoll Soldaten. Dank euch sind wir heute eine Armee, die einen selbsternannten Gott stürzen wird. Ich könnte mir keine besseren Ratgeber vorstellen. Und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir könnten uns keine edlere Sache vorstellen. Wir werden Korypheus in der Wildnis stellen, bevor er den Tempel oder diesen Eluvian findet. Die sind ja sichtlich berührt. Naja, gut Leute, ich würde aber sagen, wir machen das nächstes Mal weiter. Dann werden wir Korypheus aufhalten und vielleicht auch bald der ganzen Schleiersache ein Ende bereiten. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und habt Spaß weiterhin. Würde mich freuen über ein bisschen Liebe und schaltet wieder ein zu Dragon Age Inquisition.